Zwei. Muss drücken. Wieder? Leider nur zwei. Ja, guck mal, das ist immer. Mach auf. Ich mach auf. Ja. So, jetzt geht's offiziell los. Herzlich willkommen in der Gourmet Gallery auf der Buchmesse. Wir sprechen jetzt über das Thema Essen im Müll, über die Folgen der Verschwendung. Ich bin Hendrik Haase, ich habe vor 2 Jahren auch mal ein Buch geschrieben, da war ich ganz stolz, bin ich hier über die Messe gelaufen. Ich komme aus Berlin, ich bin Designer, ich starte Unternehmen, mache Events, beschäftige mich viel damit, wo unsere Lebensmittel herkommen, also bin viel am Ursprung, viel bei den Bauern. Da trifft man dieses Thema häufiger an, die Lebensmittelverschwendung, und ich bin heute umringt von Food-Aktivisten, weil wenn man sich viel mit Essen beschäftigt und viele Events macht und sich viel in so ein Thema eingräbt, dann wird man schnell als Food-Aktivist bezeichnet. Und die beiden, die neben mir sitzen, werde ich euch auch gleich vorstellen. Zusammen haben wir jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit, über das Thema zu sprechen. Es geht um Lebensmittelverschwendung, den Status quo, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Vielleicht für einige, wenn ich in die Runde gucke, was ist das überhaupt? Es geht aber auch darum, Lösungen zu finden oder Tipps zu finden, was kann man zu Hause tun, was gibt es für Initiativen, darüber wollen wir hier auch sprechen. Zusammengebracht hat uns das Magazin Schrot und Korn, das seht ihr hier auch. Vielleicht kennen es einige aus dem Bioladen, da gibt es das vorne immer umsonst an der Kasse. In dem Magazin gibt es seit 30 Jahren schon viele Rezepte, Tipps, Ideen, was man machen kann, um das Leben ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Bio ist ein ganz großes Thema natürlich und in Interviews geht es aber auch immer wieder um Lebensmittelpolitik, um gesellschaftliche Fragen und da kommen eben auch Politiker und auch Aktivisten, wie sie hier auf der Bühne sitzen, zu Wort. Dahinter steckt ja ein Magazin, was sich zum Ziel gesetzt hat, den Leser eben die Wertschätzung von Lebensmitteln näher zu bringen und eben auch bewusst zu machen. Und umso mehr muss es eigentlich den Machern von so einem Magazin, aber ich glaube auch vielen Lesern und uns hier auf der Bühne, wehtun, wenn man sich vergegenwärtigt, welche Mengen in der Tonne landen. Und kurz bevor es jetzt losgeht, habe ich noch ein paar Zahlen, die uns vielleicht ein bisschen einstimmen oder leider vielleicht auch ein bisschen Angst machen, weil das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat Zahlen von 2012, also sind auch schon so ein bisschen älter, veröffentlicht. Die gehen von ungefähr 11 Millionen Tonnen, die jedes Jahr im Müll landen. Also Essen, was noch perfekt gegessen werden kann, aber das landet leider im Müll. Das sind ungefähr 82 Kilo pro Kopf, die wir jedes Jahr wegschmeißen. Die Organisation WWF, also der World Wildlife Fund, geht von 18 Millionen aus, also legt noch ein bisschen was drauf und geht aber auch davon aus, dass ungefähr 10 Millionen vermeidbar sind. Ja, also das ist auch eine ganze Menge. Man muss sich das bewusst machen, das sind 313 Kilo pro Sekunde, die weggeschmissen werden. Das Spannende ist, dass das Bundesministerium davon ausgeht, dass ungefähr 60% bei uns zu Hause weggeschmissen würden. Also von jedem von ihm, der Kühlschrank, man hat irgendwas vergessen, der Käse, ach, ist er noch gut, der wandert in die Tonne. Beim WWF geht man davon aus, dass nur 40% wirklich von uns weggeschmissen werden und die anderen Prozente eben in der Landwirtschaft in die Tonne fliegen. Also auch Themen, die wir hier gleich besprechen werden. Der Valentin scharrt schon mit den Hufen, können wir nämlich erklären. Genau. Dann würde ich jetzt mal die beiden Diskutanten hier neben mir vorstellen. Und zwar einmal ist das Daniel Antes. Daniel kommt aus Frankfurt. Hier arbeitest du als Trendforscher beim Zukunftsinstitut, eine Agentur, die sich mit Trends für die Zukunft beschäftigt. Du bist im Megatrend Neoökologie unterwegs und berätst da auch Kunden. Neben deiner Arbeit bist du aber ehrenamtlich unterwegs und einer der Initiatoren des Vereins Shout Out Loud. Den hast du einfach so nebenbei aus dem Boden gestampft. Das ist ein Verein, wo eben junge Leute sich dafür einsetzen, dass Nachhaltigkeit und Ernährung irgendwie zusammenkommen. Wirst du uns gleich erzählen, wie ihr das macht. Dabei spielt Lebensmittelverschwendung bzw. der Kampf dagegen eine große Rolle. Und ihr habt eine tolle Resteküche, da war ich auch gestern schon. Reden wir gleich drüber. Herzlich willkommen auf der Bühne. Finde ich, hat einen kleinen Applaus verdient. Ja, und Valentin Thurn,
Eigentlich müsste man dein Gesicht auch ganz gut kennen, weil du bist auch öfter schon mal im Fernsehen aufgetreten. Das ist so deine Heimat. Du bist Journalist, Autor von über 40 Dokus mittlerweile, habe ich gelesen. Also eine ganze Menge, weltweit unterwegs. Bekannt vielleicht vielen durch den Film Taste the Waste, wo das Thema eigentlich, sag ich mal, in Deutschland mit angestoßen wurde, ganz groß. Das hatte ich seitdem nicht mehr losgelassen, diese Problematik. Der letzte Film, der im großen Kino lief, hieß 10 Milliarden. Wie werden wir alle satt? Also es geht durchaus weiter. Und du bleibst nicht nur in der Mattscheibe hängen mit den Themen, sondern Valentin geht auch raus. Er hat zum Beispiel die Initiative Foodsharing mitgegründet, mitinitiiert. Taste of Heimat, so ein Netzwerk von regionalen Foodproduzenten, wo man sich leckere Sachen aus der Region besorgen kann. Und du gründest auch Ernährungsräte. Das musst du uns dann auch gleich nochmal erklären. Herzlich willkommen hier auf der Bühne. Valentin Thurn. Ich frage mal kurz, wer hat den Film Taste the Waste gelesen? Gelesen, sag ich schon, oh Gott. Ja, wir sind auf der Buchmesse. Wer hat den Film Taste the Waste gesehen? Ein Film über Lebensmittelverschwendung. Kurz Hände hoch. Ja, es sind ein paar. Ein paar sind es noch nicht. Von daher wäre jetzt auch meine erste Frage an dich, Valentin. Wie hat das mit dir, wie hat das angefangen für dich? Ich meine, du machst viele Themen, bearbeitest viele Themen, also du arbeitest jetzt nicht nur zum Thema Lebensmitteln in deinen Dokus. Wie hat das angefangen? Gab es irgendwo einen Moment, wo du gesagt hast, oh, das ist ein Thema für mich, und wie bist du dann darauf gekommen zu sagen, okay, da muss man was tun, da will ich einen Film machen, und wie ist dann da vielleicht sogar auch mehr draus geworden? Ja, also das begann 2007, habe ich eine Reportage für das WDR-Fernsehen gemacht über Mülltaucher, also Leute, die aus dem Supermarkt Tonnen Lebensmittel fischen. Aber da wusste ich noch gar nicht, was los ist. Das war damals in Deutschland einfach nicht in der Diskussion. Es gab richtig dran. Noch richtig? Richtig Eistüte. Einmal richtig dran. Eigentlich ist es anders. Ja, noch ja. Mal richtig dran, okay. Also damals war das Thema überhaupt nicht, in Deutschland überhaupt kein Thema. Es gab keine Zahlen. Und ja, das begann eigentlich für mich interessant zu werden. Zum einen, als ich an den Mülltonnen stand und mir überlegt habe, wow, warum werfen Unternehmen Warenwerte in Millionenhöhe weg? Ich wollte das verstehen. Aber zum anderen hat mich auch ein Gefühl des Zorns ergriffen. Das kann ich nicht anders sagen. Und dieser Zorn, also das ist dann gesendet worden. Das war ein Sonntagnachmittagsprogramm. Also das ist kein sehr politisches Publikum. Und trotzdem haben die mit genau dem gleichen Zorn an den Sender geschrieben und waren wütend. Und dann dachte ich mir, wow, also zum einen die journalistische Frage, was ist hier los, was ist krank an diesem Ernährungssystem, zum anderen dieses Gefühl, dass es die Menschen durchaus packt. Wir haben dann beschlossen, wir machen einen größeren Film draus, und der Film würde dann zu einem Paket, Film plus Buch, die Essensvernichter, das war ein Bestseller damals, weil es eben auch was komplett Neues war für Deutschland, 2011, und Kampagne. Wir haben gekocht, Land auf, Land ab, Foodsharing gegründet. Also das Thema ist in der Gesellschaft angekommen. Also ich konnte quasi nicht mehr mit dem Film einfach stehen bleiben, weil ich habe es erwähnt, dass es ist eigentlich verrückt, was wir wegwerfen. Und es ist eigentlich noch verrückter, was dann passiert ist, weil mir ist dann wirklich auch klar geworden, dass da handfeste wirtschaftliche Interessen verhindern, dass sich etwas ändert. Die Menschen, sicher, wir alle sind mit Teil des Problems. Es ist keineswegs so, dass das nur die bösen Konzerne sind. Ja, wir sind da absolut mit Teil des Problems. Aber was dann passiert ist, die Regierung hat eine tolle Studie in Auftrag gegeben und hat diese Studie, da stehen nämlich diese 60% Verbraucher, stehen da gar nicht drin. Da steht nur drin, welche Mengen das sind. Und die Regierung hat den Forschern damals gesagt, ihr könnt oder ihr lasst bitte die Landwirtschaft außen vor, das untersuchen wir später. Und deswegen kommen die zu so einem hohen Prozentsatz. Klar, was der WWF rauskriegt und was die Nachbarländer auch rauskriegt haben, der Verbraucher ist mit 40% beteiligt, ist immer noch verdammt viel. Also wir können uns nicht die Hände in Unschuld waschen, wir gehören mit zum Problem. Aber was da politisch dann draus gemacht wurde, zum einen die Zahl künstlich erhöhen, indem man halt sagt, ja, das auf der Basis sind es halt 60%. Und dann, ich saß selber im Bundestagsausschuss, Ernährungsausschuss, weil damals gab es keine Experten, haben sie mich als Experten eingeladen. Und ich saß da neben den Lobbyisten von Handel und Industrie. Und die haben genau gesagt, ja, das ist doch vor allem der Verbraucher, wir werfen doch ganz wenig weg.
lasst uns doch darauf konzentrieren. Und so ist das mit der Regierungskampagne. Die konzentriert sich auf den Verbraucher, was ich sehr schade finde. Es wäre viel glaubwürdiger wie in anderen Ländern. Frankreich gibt es ein Gesetz, verbietet den Supermärkten das Wegwerfen von essbaren Lebensmitteln. Also wenn man auch die anderen in der Produktionskette attackiert. Du bist, man merkt, du hast das Thema komplett drin. Man merkt auch, also für einen Regisseur von Dokus, die so ganz gemächlich einfach eine Stunde laufen, hast du richtig Feuer bekommen bei dem Thema. Wir haben aber durchaus eine Stunde, also von daher haben wir nachher noch Zeit, einfach auf diese einzelnen Sachen einzugehen. Ich kann mich erinnern, dass wir im Zuge deines Films, wir haben so auch so Aktionen gemacht dann, wir haben dann zusammen riesige Suppen gekocht bei einer Schnippeldisco, vielleicht erzählen wir das auch gleich noch, was das für eine Aktion ist. Da sind wir dann über Felder gelaufen und dann hat uns der Bauer gesagt, ja, das könnt ihr alles mitnehmen. Also wir haben quasi Rohstoffe gesammelt für eine Aktion, die wir dann in der Stadt gemacht haben. Und da war ich zum ersten Mal so, wie, das kann ich alles mitnehmen? Ja, ja, das kriegen wir nicht hin. Und das waren halt so Kürbisse, an dem einen hat ein Reh geknabbert, an dem anderen, der sah nicht perfekt aus und ich war echt, das war ein Biobetrieb. Hab ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das liegt dann auch einfach, also da war so ein Moment für mich, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, da gibt es viel noch, was wir besprechen müssen. Daniel, wann bist du auf das Thema aufmerksam geworden? Und wann gab es so einen Moment für dich? Bist du auch über ein Feld gelaufen und hast gesagt, oh mein Gott, oder standst du vor irgendeiner Tonne, wo du gesagt hast, da koche ich jetzt noch eine Suppe draus, wie es bei dir passiert? Ich könnte jetzt ja sagen, der Valentin ist schuld, weil als ich habe seinen Film gesehen, 2011, glaube ich, kam er raus, war mit meinem Vater im Kino und habe da war mich in meinem Hauptstudium befunden und hatte damals viel zum Thema als Geograf, erstmal auch schön, dass ein Panel von so vielen Geografen besetzt wird heute, mich mit dem Thema Ressourcenmanagement auseinandergesetzt und habe dann in meinem ersten Job viel zu verfrüht eine Sinnkrise gehabt, war Nachhaltigkeitsbeauftragter in der Unternehmensberatung, im amerikanischen börsennotierten Unternehmen und das war relativ trocken, weil da ging es darum, wie können wir effizienter wirtschaften, weniger Energieverbrauch, weniger Müll und hatte das Gefühl, ich will eigentlich was Handfestes machen noch, habe dann angefangen zu bloggen, aber das ist ja im Zweifel dann auch nichts Handfestes und habe dann mal geguckt, was in Frankfurt so los ist und habe dann einfach mal gegoogelt nach Nachhaltigkeit, Verein oder NGO und kam dann auf Charlotte Laut, da muss ich nämlich korrigieren, ich bin ein Jahr später gekommen, habe es nicht mit initiiert, die Lorbeeren gehören jemand anderem, aber bin dann hingegangen, habe mich vorgestellt und habe dann mal gefragt, ja, was macht ihr so? Und ja, wir engagieren uns hauptsächlich im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung und wusste damals um die enormen Massen, die es letztlich sind, bin zeitgleich bei Foodsharing-Initiative gegangen und habe dann das erste Mal bei einem Bäcker Brot gerettet und das ist, war so der Eye-Opener für mich, gerade die Filialen, die bei Supermärkten im Eingangsbereich sind, die Bäcker, da könnte man dann immer abends über Foodsharing beispielsweise Brot retten gehen und da ist es ja so, da wird in der Regel um 4 nachmittags noch aufgebacken, damit die Auslage um 8 auch für den Manager, der zu spät dann zum Einkaufen kommt, noch prall gefüllt ist und dann Viertelstunde später alles zu entsorgen. Wir waren dann mit einem PKW, mit einer Golfklasse und das Auto hat nicht gereicht, um all das Brot mitzunehmen und es wäre sonst im Müll gelandet und das war das erste Mal, wo ich dachte, es geht nicht und bin seitdem jetzt bei Shoutout Loud im Vorstand und du hast jetzt schon gesagt, Foodsharing, vielleicht magst du es kurz erklären, weil das ist eine Sache, die dann auch aus deinem Film entstanden ist. Mal kurz so für uns, die es nicht kennen, wie funktioniert das? Also da kann ich dann einfach zu irgendeinem Bäcker gehen und sagen, gib mir den Rest oder gibt es da irgendwie ein Regelwerk oder gibt es einen Verein, dem ich beitreten kann? Also letztlich ist es eine Online-Plattform, wo man sich anmelden kann und kann dann bei Betrieben, Einzelhandelsbetrieben, reduziert auch Gastronomiebetriebe, Lebensmittel retten, wo man sich dann vorher in der Liste einträgt. Also es ist dann wirklich wie so ein Zeitplan für die Woche und dann kann man sagen, am Mittwochabend habe ich Zeit, dann hat man eine Betriebsauswahl, immer in der Regel einen Betriebsverantwortlichen, jemand, der einen einweist dann, wie das auch funktioniert, weil dann müssen gewisse Regeln auch eingehalten werden, im Hinblick auf Hygiene und Co. Und kann dann da quasi bei den Betrieben die Lebensmittel retten, die sonst in der Tonne landen würden. Und kann die dann in seinem Netzwerk verteilen oder einfach selbst genießen, wenn man das hat. Okay, jetzt noch, das ist Foodsharing. Genau. Das ist eine Sache, die man machen kann. Wenn ihr noch Sachen kennt, die wir jetzt hier gerade nicht erwähnt haben, einfach melden, auch für Fragen, dann sammeln wir die und fügen die dann, versuchen wir in unser Podium das einzufügen. Erzähl noch mal zwei Sätze zu deiner, zu der Initiative Shoutout Loud. Was macht ihr genau? Ich habe eben gerade Resteküche gesagt. Genau. Wie funktioniert das? Wie läuft das ab? Also wir haben angefangen mit Wastewatcher-Partys. Das waren die Schnippeldiskos, die man aus Berlin kennt, wo wir mit geretteten Lebensmitteln und einfach jedem, der Lust hatte, an öffentlichen Plätzen in Frankfurt gekocht haben. Hatten dann im Zuge der Flüchtlingskrise das Projekt Integration durch den Magen gegründet, wo wir einmal im Monat mit Geflüchteten und Migranten zusammen kochen, auch größtenteils mit geretteten Lebensmitteln. Und haben dann letztes Jahr das erste Mal ein eigenes Food-Festival veranstaltet, wo wir überrannt wurden, wo wir dachten, oh, das kann gar nicht sein, waren über 1000 Leute da und haben da an eigenen Ständen dann eben Sachen rausgegeben und haben dann irgendwann gedacht, das läuft ganz cool, lass uns versuchen, noch ein Level höher zu gehen und haben jetzt Anfang des Jahres eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um den ersten Foodtruck in Deutschland auf die Straßen zu schicken, der mit geretteten Bio-Lebensmitteln kocht. Das ist uns geglückt und es ist noch keine offizielle Kommunikation rausgegangen, aber ich nehme gerne jetzt hier
die Plattform, wir haben einen gefunden vor wenigen Wochen und werden den jetzt schön machen und dann im Winter einen Kickoff und dann spätestens im Frühling im Rhein-Main-Gebiet unterwegs sein. Das machst du alles so nebenbei? Genau. Valentin, vielleicht noch ein paar Sätze. Also wir haben jetzt schon Foodsharing gehört. Vielleicht gibst du noch so ein bisschen einen Einblick. Was gibt es noch für Projekte? Was hat sich noch aus diesem Film entwickelt? Oder, sage ich mal, aus der Thematik. Also es gibt Eventformate, vielleicht die Schnippeldisco. War jemand schon mal bei einer Schnippeldisco? Ah, siehst du, da müssen wir, da hinten war schon mal jemand. Vielleicht müssen wir das auch erklären. Also das war eben eine Geschichte, auch eben durch diese ganze Diskussion, wo wir dann in Berlin gedacht haben, es wird so viel weggeschmissen, lass uns eine riesen Suppe kochen. Für viele tausend Leute war so die Aufgabe, die wir bekommen haben. Wir hatten über eine Tonne Lebensmittel, die wir beim Landwirt eben so eingesammelt haben. Und dann habe ich da gesessen und gedacht, oh mein Gott, wie sollen wir das? Also das musste ja alles geputzt werden. Das sind ja alles Sachen, die halt irgendwie Stellen haben, manchmal auch, die man wegschneiden musste. Und dann haben wir überlegt, okay, wenn wir jetzt alle einladen, die wir kennen, dann kommen wir so auf 50, 100 Leute. Dann dauert das aber immer noch 2 Tage, bis wir fertig sind. Und dann haben wir einfach die Idee gehabt, laden wir DJs dazu ein. Und dann haben wir eine Schnippel-Disco draus gemacht. Dann war es einfach eine fette Küchenparty. Es kamen über 500 Leute und das Gemüse war in einer Stunde geschnippelt. Also das ist eben die Idee von der Schnippel-Disco. Was gibt es sonst noch für Initiativen, die sich jetzt da so rumgruppiert haben? Weil das ist ja durchaus ein bunter Wald geworden. Kannst du noch 2, 3 dazu addieren? Naja, das Schöne ist, dass tatsächlich, also Foodsharing ist ja die Graswurzelbewegung und das sind inzwischen 30.000 Leute bundesweit und das ist keine Konkurrenz zu den Tafeln, die gab es schon, also das muss ich nochmal erwähnen, die Tafeln kommen halt meistens mit dem LKW, haben einen Tafelladen. Okay, noch ein bisschen näher. Die sind für größere Mengen, gehen die zu den Supermärkten. Und am Samstag, an Feiertagen oder spät vor Feiertagen, da sind die meistens dann gar nicht mehr in der Lage dazu. Und die Freiwilligen von Foodsharing oder auch von Shoutout Loud, die schaffen das und sind flexibler, kommen entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Privat-PKW und holen ganz andere Mengen ab, nämlich auch kleinere Mengen, die sonst liegen bleiben würden. Also insofern ergänzt sich das ganz gut. Das ist aber letztendlich ja nur, ja, wir verteilen die Reste, die da produziert werden. Und eigentlich, eine eigentliche Lösung wäre ja weniger Überproduktion. Also wenn man es ökologisch richtig angeht, dann, warum backen wir täglich 125% von unserem Bedarf? Das ist doch die Frage. Natürlich der Bäcker, der hat ein Problem, jetzt weniger zu machen, wenn er das so im Wettbewerb steht, weil der weiß genau, die Kunden erwarten bis Ladenschluss das volle Programm. Außer die paar, also es geht jetzt langsam los, die paar, die Qualität verkaufen. Also im Bio-Bereich wurde das eigentlich besonders häufig auch wahrgenommen. Wir können das unseren Kunden erklären, die wollen eigentlich auch gar nicht, dass wir so viel wegwerfen. Dann haben wir vielleicht am Ladenschluss schon noch Roggenbrote, aber nicht mehr 3 verschiedene, sondern nur noch eines. Also die haben so ein bisschen schon angefangen runterzufahren und schmeißen nicht mehr 25% weg, sondern vielleicht nur noch 8 oder sowas. Und dann gibt es diejenigen, die Brot vom Vortag verkaufen, was bei guten Vollkorn- oder Roggenbrot ja auch geht. Bei Weizenbrot, bei Weißbrot wird es schwieriger, das schmeckt dann nicht mehr so gut. Aber gibt Qualitätsbrot, das schmeckt am Tag drauf wunderbar. Also solche Lösungen sind passiert mit kleinen Unternehmen, Startups, die sich gegründet haben. Bis aber hin, und das finde ich besonders schön, auch Weltkonzernen, richtig große Konzerne, da kann man zwar durchaus Kritik haben, ja, also Unilever und Gentechnik und so, da wissen wir ja, die sind ja nicht so ganz auf unserer Linie, aber was Lebensmittelverschwendung betrifft, haben die was in ihrem eigenen Laden gedreht und haben vor allem ein Tool gebaut für die Gastronomen, die Köche, die bei ihnen Kunde sind. Also vom Bio-Bereich, von den kleinen Unternehmen bis zu den ganz großen, eher konventionellen, ist was passiert. Was nicht passiert ist, ist, dass die Regierung einen Rahmen gesetzt hätte. Ja, das haben die, und da gäbe es durchaus was. Also das hatte ich erwähnt, dass die Franzosen ein Gesetz gemacht haben. Die Engländer haben es ein bisschen anders gemacht, weil da ist auch eine konservative Regierung. Die haben so freiwillige Vereinbarungen. Aber wenigstens etwas haben sie gemacht. Unsere Bundesregierung hat außer einer kleinen Kampagne zu gut für die Tonne, ich meine, ich sitze da in der Jury und ich finde das ja auch gut, was sie machen, aber es ist viel zu klein. Die haben keinen gesetzlichen Rahmen vorgegeben. Gibt es da mittlerweile auch Unterstützung für solche Initiativen? Also das hat sich ja damals auch angefühlt, ich sage schon damals, also vor ein paar Jahren, wo wir auch angefangen haben, da in dem Feld zu arbeiten, da war das alles so Wildwuchs. Gibt es da mittlerweile auch Unterstützung? Sind Ämter darauf vorbereitet? Weil das ist ja auch durchaus ein Problem, Sachen irgendwo abzuholen und zu verwenden.
Ja, also die, das stimmt. Also die Lebensmittelkontrolle ist ja kommunal organisiert in Deutschland. Und wenn man jetzt Lebensmittel abholen will und weiterverteilen, dann muss man sich mit denen auseinandersetzen. Wir hatten so eine Idee mit den öffentlichen Kühlschränken oder öffentlichen Verteilern. Die haben die durchaus kritisch betrachtet, ja, weil... Aber wir haben es genau auch uns überlegt, wie kann man das machen, sodass die Lebensmittelkontrolle nicht davon ausgehen muss, dass Leute in Gefahr gebracht werden. Wollten wir ja auch nicht. Es gab eigentlich einen relativ einfachen Weg. Da steht ja niemand, der die Ware ausgibt. Also man kann die Kühlkette nicht sicher nachverfolgen. Also alles, was ein Verbrauchsdatum trägt, darf nicht über diese Kühlschränke verteilt werden. Magst du kurz nochmal erklären, Verbrauchsdatum ist nicht MHD? Genau, also ganz, ganz wichtiger Unterschied, der wird ja auch immer verwechselt und das ist übrigens etwas, wo ich die Bundesregierung... Reden wir gleich noch drüber, erklär es nur kurz, damit wir wissen, damit wir dir folgen können. Das ist nämlich wirklich etwas, wo Verbraucher, weil sie es verwechseln, Ware wegschmeißen. Die zwei Daten sehen ziemlich ähnlich aus. Die sind relativ groß auf dem Produkt, aber zu verbrauchen bis oder mindestens haltbar bis, das steht dann irgendwo anders, relativ klein. Das ist ein Riesenunterschied. Zu verbrauchen bis heißt Gesundheitsgefahr, das Datum sollte man beachten. Mindestens haltbar bis, ja, das ist eine Güte, der Joghurt ist noch cremig, das Salz ist rieselfähig, kann man locker drüber gehen. Und wenn es dann um ist, die Ware, dann hat man keine Gesundheitsgefahr. Das ist der Riesenunterschied und es ist zum Verwechseln ähnlich und das ist ja das Blöde dran. Das muss auch noch geklärt werden. Jetzt switche ich noch mal kurz rüber zu Daniel. Ich kann mich erinnern, als ich damals... mit Nadja Floss-Benz, einer Freundin, die verrückte Idee hatte, wir laden mal Techno-DJs ein und kochen zusammen. Da standen wir dann auch vor dem Problem, ja, mit 1000 Leuten kochen. Also A, müsst ihr immer bitte auch alle vorher einweisen, dass Messer durchaus scharf sind, das vergessen viele Leute, auch beim Gemüseschnippeln. Das war ein Ding, aber eben dann auch die Frage, können wir das überhaupt, können wir das danach verkaufen, können wir das danach verschenken, ist das überhaupt erlaubt? Bei Gemüse ist man immer so ein bisschen safe, habe ich gelernt. Fleisch und Milch waren eben diese Sachen, wo es eben auch dann diese Verbrauchsdaten gibt, da ist schwieriger. Hast du am Anfang Probleme gehabt, Hürden gehabt? Also viele fragen das eben dann auch immer, tolle Aktion, ich will auch so ein Schnippelding zu Hause machen. Was muss ich denn beachten? Was hast du so für Erfahrungen gemacht? Also letztlich, wir hatten keinerlei Hürden im Operativen, weil es ein Stück weit, glaube ich, einfach dann auch ein Graubereich ist, wenn man das mit einem Verein macht, einem öffentlichen Platz. Letztlich ist es aber so, dass wir alle einen Gesundheitsschein haben beim Verein. Das heißt, wir sind dann beim Gesundheitsamt dann regelmäßig und lassen uns aufklären über eben verderbliche Lebensmittel und wie man am besten mit diesen umgeht. Das heißt, wir haben dann auch immer bei den Events so gesagt, dann Coaches, die dann natürlich die Kochstation, die wir aufbauen, dann immer beobachten letztlich, dass das auch alles klar läuft, aber haben eben, wenn wir Lebensmittel retten, ähnlich zum Beispiel keine Fleischwaren dabei, nie Käse, habe ich immer Obst und Gemüse und Getreideprodukte, da ist es eh unbedenklich und weisen am Anfang ein und appellieren da auch ein Stück weit an den gesunden Menschenverstand, denn wir sind ja mit Sinnen ausgestattet und können riechen, schmecken, fühlen und versuchen da auch ein Stück weit dann nochmal zu sensibilisieren, aber... Also es geht immer, das ist auch immer so meine Antwort dann gewesen, man glaubt immer gar nicht, was alles möglich ist. Viele sagen ja, eigentlich will ich was tun und dann denkt man, aber wenn die dann fragen nach Hygiene oder sowas, meistens kann man sich mit dem Veterinär hinsetzen oder denjenigen, der vor Ort einfach die Federführung hat, der ist auch in Kreuzberg völlig anders als im Wedding, also da geht es von Stadtviertel, also im Nordend ist es anders als am Hauptbahnhof in Frankfurt, also da ist auch jede Stadt unterschiedlich, aber meistens kommt man irgendwie auf eine Lösung, oder? Am besten ist dann auch einfach der Dialog mit den Klar, absolut, man muss da transparent sein und wir sind auch gut vernetzt bis ins Gesundheitsamt. Die Leute kennen uns und die vertrauen uns auch, aber wissen auch, dass wenn sie uns regelmäßig kontrollieren würden, dass alles klar läuft. Eine Sache finde ich noch ganz wichtig, das zeigt auch irgendwie deine Initiative. Das Thema hat natürlich eine wahnsinnige Schwere und man denkt immer so, boah, wird das alles, und dann wird das alles weggeschmissen und die Leute hungern und so. Und trotzdem schafft es auch deine Initiative. Wir waren gestern auch bei so einem Abend, da wurde hier im Nordend auch gekocht, eben auch mit Foodsharing. Da gab es eine Band dazu, da gab es eine Bar dazu, da wurde getrunken, man hat sich zum Essen getroffen, zum Schnippeln getroffen. Wie wichtig ist es dann eigentlich bei so einem Thema, ja, irgendwie ein bisschen weit auch locker zu bleiben und lustig, also den Spaß nicht zu verlieren? Letztlich extrem wichtig. Wir versuchen ja, in der gesellschaftlichen Mitte anzukommen und mehr Leute zu erreichen, die sich normal keine Gedanken machen würden über das Thema. Und das funktioniert heutzutage einfach nicht mehr über diesen moralischen Zeigefinger, dass man nur sagt, ja, 313 Kilo pro Sekunde, fass dir mal bitte selbst an die Nase, das kann nicht sein. Und es gibt da ein
super Architekten, den zitiere ich gerne in dem Kontext, der Bjarke Ingels. Jeder, der ihn nicht kennt, nach dem Talk unbedingt googeln, ist der Hit absolut in der Architekturszene. Der hatte mal gesagt, es gibt so eine protestantische Einstellung, wonach es schmerzen muss, Gutes zu tun. Wir fragen, wie Nachhaltigkeit die Lebensqualität verbessern kann und Spaß machen kann dabei. Und das ist etwas, wo wir versuchen, quasi diesen Bildungsauftrag, den wir zweifelsohne haben als NGO, aber eben mit dem besseren Leben oder quasi lebbaren Alternativen zu verbinden, dass die Leute direkt auf den Trichter kommen, oh, das ist cool, das ist einfach, die Hürde ist gering, es ist eben nicht teurer, es erfordert nicht mehr Aufwand, um Lebensmittel zu retten, die dann zu verkochen. Also Spaß ist extrem wichtig. Absolut. Ich switch nochmal wieder rüber, weil Spaß versucht ja auch die Bundesregierung zu machen, nebenfalls, also es gibt so kleine Postkarten, es gibt so Plakate, da ist dann so ein Käse drauf, der guckt ein bisschen traurig, es gibt Brot, das guckt irgendwie traurig. Das ist diese Aktion Teller statt Tonne, das heißt, so heißt zu von, gut für die Tonne. Zu gut für die Tonne. Und das Spannende ist, diese Kampagne läuft jetzt schon ein paar Jahre, da gab es erst ein paar Plakate, dann gab es solche S-Boxen, der Bundesrechnungshof, das habe ich rausgefunden, hat sich das auch mal angeguckt, der hat das mal angeschaut, der beschreibt die Kampagne als unzureichend vorbereitet und der Erfolg ist nicht messbar. Und du hast eben auch schon so anklingen lassen, dass dich das eigentlich da auch schon wieder ein bisschen wütend macht, dass man dann eigentlich so, ja, wie so ein Feigenblatt irgendwie entwickelt und sagt, naja, wir tun ja ein bisschen was. Was ist aus deiner Sicht, jetzt kannst du nochmal richtig reinhauen, was muss eigentlich passieren aus deiner Sicht, wenn wir jetzt sagen, mit so vielen Initiativen kriegen wir das Problem nicht eingedämmt, was muss eigentlich Politik tun und was muss vor allem auch der Handel tun, denke ich immer, die Projekte, die es ja vielleicht schon gibt. Ich habe letztens auf Facebook gesehen, gibt es auch jetzt Regale, in denen abgelaufene Lebensmittel stehen dürfen. Aber was muss aus deiner Sicht da noch passieren? Und wie bewertest du vielleicht auch eben solche halbherzigen Kampagnen? Reicht das? Nee, das ärgert mich tatsächlich, weil es weil sie klein ist ohnehin. Das kennt ja auch kaum jemand, weil sie ganz nett ist, aber irgendwie einfach zu nett vielleicht. Also man braucht ja eigentlich nur über die Grenzen schauen. In England haben sie es geschafft, wirklich landesweit Kampagnen zu etablieren, aber nicht nur Kampagnen der Regierung, was ich eigentlich für ganz gut halte. Dort haben sie ein Klima geschaffen, in dem eigentlich jede Supermarktkette selber eine eigene Kampagne gegen Lebensmittelverschwendung hat. Das geht bei uns nicht, rechtlich nicht, oder macht einfach keiner? Das macht einfach kaum einer. Gut, also das stimmt nicht ganz. Penny hat es gemacht. Also die zu Rewe gehörige Discounterkette Penny hat mit Naturheld und so. Die haben eine ganz nette Kampagne gemacht. Sowas wünsche ich mir auch bei anderen. Es gibt auch einen Edeka-Inhaber in Lörrach, also ganz im Südwesten der Republik. Der hat irgendwie so ein Dutzend Filialen und der hat Foodsharing-Boxen vor seinen Supermarkt gestellt. Das wünsche ich mir bei jedem Supermarkt. Warum machen das die anderen nicht? Ja klar, das ist irgendwann ist dem dann auch klar geworden. Das war einfach so ein sehr proaktiver junger Supermarktchef, der sagt, das mache ich jetzt mal. Meine Kunden sollen das, was ich ansonsten in die Tonne schmeiße, in guter Qualität direkt am Ende des Tages auch holen können. Aber er ist dann ja rein juristisch für den Kram verantwortlich. Also wenn es irgendein Problem gibt, dann können die zu dem kommen. Und das ist natürlich so eine Sache, erst verschenke ich es und dann kann ich noch belangt werden, wo andere davor zurückschrecken, gerade große Ketten. Das Spannende finde ich auch, also wir gehen jetzt ja nochmal in die Politik, da will ich eigentlich nochmal hin zurück. Du hast am Anfang gesagt, ich habe Zahlen zitiert, eben diese Millionen Tonnen, die weggeschmissen werden. Das sind Zahlen, die Bundesregierung irgendwie aus 2012 noch zusammengerechnet hat. Der WWF hat schon ein paar Jahre später mal zusammengerechnet. Dann guckt man. Aber beim WWF war einfach die Landwirtschaft mit drin. Also der WWF hat ganz gut, die Zahlen sind gar nicht so groß unterschiedlich. Die haben einfach nur die Bundesregierung und die Landwirtschaft außen vor gelassen. Und es sind aber auch wahnsinnige Mengen, die schon die Landwirte aussortieren müssen, weil die Supermärkte denen sagen, wir nehmen nur das Genormte. Also was du an Kürbissen auf dem Feld gesehen hast, wegen ganz lächerlichen Farbunterschieden oder kleinen Hagelschäden, das gilt ja für jedes Produkt. Ich war letztens bei einem Betrieb, da wurden Bohnen produziert, also beziehungsweise gewaschen, sortiert und so weiter. Und da gab es eine Maschine, da gab es einen Laser, der hat die rasend schnell vorbeirasenden Bohnen fotografiert. Das ging wirklich sehr schnell und dann gab es eine Druckluftmaschine und die hat die Bohnen einzeln rausgeschossen, die nicht dem Qualitätsniveau entstanden. Man konnte über einen Touchscreen definieren, welches Grünniveau die Bohne haben muss, damit sie weiterfliegt. Also da ging es noch nicht mal rum, braun oder irgendwas, sondern es ging nur die grüne Farbe. Und als Verbraucher frage ich mich, wenn das jetzt wenigstens bessere Bohnen wären. Nein, da geht es nur rein um die Optik, weil die wissen, dass wir Idioten, Entschuldigung, wir haben zu wenig Ahnung, wir kaufen, wenn alles perfekt aussieht. Hat aber nichts mit Geschmack zu tun. Wenn es was mit Geschmack hätte, dann würde ich ja noch sagen, ja, da habe ich ja was davon, aber so habe ich gar nichts davon. Es wird Zeug rausgehauen, was wunderbar ist.
was vielleicht sogar die besten, weil die farblich unterschiedlichen sind, unter Umständen sogar besser im Geschmack. Absolut. Das Ding ist, da 30% ging wieder auf den Acker. Das heißt, 30% ging schon in dem Einbetrieb bei den Bohnen wieder auf den Acker. Brauchen wir da eine ehrlichere Bilanz, habe ich mich gefragt. Also man merkt irgendwie das Thema, auch jetzt die neue Bundesregierung, jetzt wird ja gerade diskutiert, gibt es irgendwie Anforderungen, wo du sagst, das sollte eigentlich auch bei den Koalitionsverhandlungen irgendwie eine Rolle spielen? Also es sollte unbedingt Thema der Koalitionsverhandlungen sein. Eine gute Nachricht ist, im Ministerium wurde jetzt im letzten Jahr tatsächlich eine Abteilung gegründet, die sich darum kümmert. Davor war es immer nur eine Person mit einer Sekretärin, also war sehr dünn besetzt. Das hat sich ein bisschen verbessert. Und wenn jetzt tatsächlich noch der Wunsch nach einem Gesetz dazu käme, also der alte Minister hat eigentlich meist, der hat schon häufiger darüber gesprochen, das war ein Thema, aber nie gesagt, ja, wir wollen doch der Wirtschaft keine Vorschriften machen. Ich finde ja, das, was die Franzosen gemacht haben, finde ich ja, auch übrigens Italiener, Finnen, Belgier, alle haben sie Gesetze gegen Lebensmittelverschwendung. Also ich finde, das kann man durchaus machen, das muss ja nicht identisch sein, also die haben es ganz scharf, Supermärkte dürfen essbare Lebensmittel einfach nicht mehr in die Tonne werfen. Punkt aus, basta, Gesetz, wer erwischt wird, kriegt eine Strafe. Also die müssen sich andere Lösungen suchen, da waren sie dann bei den anderen Lösungen waren sie gar nicht so streng, also natürlich als erstes Tafeln, Foodsharing und andere Weitergaben, als zweites war aber auch erlaubt, das daraus Biogas zu machen, wenn es dann eben nicht mehr so gut ist. Okay, also so streng ist das Gesetz gar nicht, aber überhaupt erstmal etwas anstoßen, dass auch die hinterletzte Supermarktkette sich Gedanken machen muss, auch wenn sie nicht will, hier ist ein Gesetz, hier müsst ihr euch Gedanken machen. Und die sind sehr kreativ, also Lidl hat in Belgien, als das Gesetz in Belgien kam, damit angefangen, wirklich alles, was kurz vor Ablauf war, billiger abzuverkaufen. Das haben sie jetzt auch in Deutschland so, bei Kaufland zumindest. Es gibt so einige aus der Lidl-Gruppe, die machen das. Andere Supermärkte weigern sich. Das finde ich zum Beispiel auch eine Methode. Ja, wenn ich will, dass das an dem Datum wegkommt, dann setze ich einen Preis runter. Also es tut sich ein bisschen was. Ich habe übrigens einen Satz rausgesucht. Weißt du, wie das dann klingt in der wie Politiker sich ausdrücken, wenn sie... Ich will jetzt nicht sagen, nichts tun, aber das klingt dann, das Ministerium führt derzeit einen Strategieprozess zur Entwicklung einer Handlung- und Forschungsagenda zu Lebensmittelverlusten durch. Also das heißt, wir denken noch drüber nach. Ja, da denken sie schon lange drüber nach, aber also tatsächlich, ich glaube, was da passiert ist, die haben gute Leute im Ministerium, die haben sich auch genau über diese Unterscheidbarkeit, Verbrauchs- und Mindesthaltbarkeitsdatum, die haben sich durchaus gute Gedanken gemacht. Und wenn sie dann mit ihren Vorschlägen kommen, werden sie von oben gebremst, weil die Regierung selber, der Minister, nichts gegen die Lobbys unternimmt. Alles, was gegen Handel und Industrie, was da auf Widerstand stößt, wird nicht durchgesetzt. Und da bin ich noch skeptisch, ob die neue Bundesregierung, Jamaika hin oder her, das schafft. Okay, Daniel, Valentin hat gesagt, es tut sich was auch im Markt. Machst du auch so Erfahrungen, dass du sagst, es wird einfacher, an sowas ranzukommen? Also ich kann mich noch erinnern, man ging zum Supermarkt und dann sagten die, nö, wir schmeißen nichts weg, wir geben alles den Tafeln. Und dann hat man geguckt und ist man hinten in die Container gesprungen und hat gesagt, ja, ihr gebt was den Tafeln, aber das meiste kommt hinten in die Tonne. Reagieren die anders auf euch? Ist es einfacher geworden für euch? Oder was sind so Sachen, wo du sagst, Mensch, das müsste man eigentlich mal ändern, dass wir da auch als Initiativen aktiver werden können, dass ihr euch ein bisschen sicherer fühlt? Also was sind, sage ich mal, die Forderungen der kleinen Initiativen an die Politik oder an die Verwaltung? Also was wir auf jeden Fall beobachten, ist, dass das Thema, was vor, sage ich mal, 7 Jahren noch wirklich stiefmütterlich behandelt wurde, weil es einfach nicht auf der politischen Agenda war, erst recht dann nicht auf der medialen, sich jetzt langsam irgendwie wieder so aus der Ecke rausbewegt und langsam Richtung gesellschaftliche Mitte tendiert. Wir merken, dass natürlich Betriebe jetzt auch gerne sich damit schmücken, dass sie zum Beispiel dann Lebensmittel weiterverteilen. Das ist dann Teil der Nachhaltigkeits- oder CSR-Strategie. Es gibt aber eben auch Unternehmen, die meinen das wirklich ernst. Wir haben jetzt den Bio-Großhändler Phoenix als Partner, wo wir wöchentliche Lebensmittel retten, nachdem die Tafel da war, nachdem es an die Mitarbeiter Regale verteilt wurde, weil es einfach viel zu viel ist. Also jeder, der dann auch mit dem Argument kommt, ihr nehmt den Tafeln was weg oder sowas, wenn der mal wirklich Lebensmittel retten geht, seht ihr das enorme Ausmaß. Das ist unbegreiflich. Haben aber jetzt gerade auch das Gefühl, aufgrund unseres Netzwerks, dass es einfach hier und da wirklich mehr Initiativen gibt, auch gerade deutschlandweit, wo wir uns gerne dann auch mit vernetzen, weil es dann vielmals Leute sind wie wir, die dieses Problem erkennen und dann eben
vielleicht ein Stück weit dann noch romantisiert oder idealisiert sagen, das kann doch nicht sein, lass uns was machen. Jetzt gibt es aber immer mehr Sozialunternehmen, die zeigen, dass du damit auch Profit machen kannst. Das muss kein NGO-Ding sein, das ist lange kein Gemeinnutz mehr, es ist rentabel. Hab da gestern gerade erst eine Studie gesehen, es gibt so eine Art Verbund aus Wissenschaftlern, Politikern und NGO-Aktivisten, Champions 12.3, die das Nachhaltigkeitsziel der UN, das 12., dritte Unterziel, im Hinblick auf Lebensmittelverschwendung zum Ziel haben, und die haben das mal untersucht, jeder investierte Dollar in Reduktion von Lebensmittelabfällen hat 14 Dollar Return. Also quasi zum Beispiel dann, wenn der Einzelhandel bessere Verpackungen dann auf den Markt bringt, um Tomaten zu schützen, oder Bildungsinitiativen bei den Leuten am Band, die dann einfach umsichtiger mit den Lebensmitteln umgehen. Das rentiert sich de facto. Und ich merke es jetzt beim Zukunftsinstitut in meiner Arbeit auch, dass quasi diese ganzen kleinen, zarten Zukunftspflänzchen, die dann eben in Form von Initiativen sich diesem Problem annehmen, einfach viel mehr Gehör bekommen auch. Eben zunehmend in den Medien. Ich finde es super, mittlerweile jeder Pressespiegel hat was zum Thema Food Waste gefühlt, aber eben auch in der Politik. Und die wird sich früher oder später jetzt umschauen, weil dieses quasi diese Forschungs- und Handlungskomitee, was sie schon länger versuchen zu gründen, sie hatten uns vor 3 Jahren im Hinblick auf einen möglichen Gesetzentwurf auch kontaktiert und haben uns dann befragt, was denkt ihr denn, was müsste denn Inhalt eines solchen Gesetzes sein? Und da kann man sich dann austauschen, ob es dann eher die Peitsche, wie im Fall von Frankreich sein soll, die dann mit Strafen drohen, oder die Italiener machen es ja eher zuckerbrotmäßig und Anreizsysteme, Steuererleichterungen im Hinblick auf Müll, das sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist auf jeden Fall irgendwie was Ordoliberales braucht, also dass der Staat so einen Ordnungsrahmen kreieren muss, wo es einfach für die Unternehmen teurer sein muss, die Lebensmittel wegzuschmeißen, als sie zu verteilen beispielsweise. Also ganz einfach eigentlich. Das heißt, du hast das Gefühl, dass so ein Engagement, was ja immer wie die Kerngruppe, ihr seid glaube ich 12 Leute. Ja? Also der Kern ist 12 Leute, der Verein selbst ist 30, muss sagen, Frau stark. Jetzt auch, weil das Panel per se männlich ist zu dem Thema. Ich habe das Gefühl, viel, viel mehr Frauen sind im Thema Food Waste aktiv als Männer. Letztlich bei uns im Verein sind es 70% Frauen, würde ich meinen. Aber auch die ganzen Initiativen, die ich in Deutschland kenne, das sind größtenteils starke Frauen an der Front, die sich diesem Thema annehmen. Und da passiert was. Und man merkt halt, dass so eine kleine Initiative einfach durchaus eine Wirkung haben kann. Wo ja viele mal sagen, ja, was kann man denn machen, die große Politik. Aber man kann eben auch mit solchen kleinen Gruppen und so kleinen Initiativen, kleine Ideen, die dann einfach mal einmal um die Welt tingeln. Zum Beispiel diese Schnippeldisco, von der ich eben erzählt habe. Da gab es einen Welt-Schnippeldisco-Tag, ich glaube im April war der. Da fanden in über 30 Ländern Schnippeldiscos statt, weil sich das weltweit verbreitet hat. Also man merkt, dass es da einfach auch in vielen Ländern, anderen Ländern brodelt. Magst du noch ein, zwei Sachen, weil du arbeitest am Megatrend Neoökologie. Heißt das, das ist gar nicht mehr so ein Thema nur noch für die Nische, sondern das geht jetzt auch breiter, wenn es ein Megatrend ist? Das klingt immer so nach... Ist es. Also wir sagen, es ist so ein Blockbuster des Wandels, der zum einen eben eine neue Konsumkultur mehr und mehr in die Mitte bringt, aber damit dann auch eben eine neue Produktionskultur. Und das beobachten wir eben in vielen Bereichen. Und dass dieses typische, wir gründen jetzt eine Nachhaltigkeitsabteilung im Unternehmen und die ist irgendwo dann doch an der Seite und im Organigramm eigentlich wirklich gar nicht zu sehen, dass es nicht mehr zieht, weil der Verbraucher sich zunehmend emanzipiert, zunehmend nachfragt, wo kommen die Sachen her, wie sind sie hergestellt worden, wie kommen sie zu mir und was bedeutet mein Konsum. Da passiert einfach enorm viel und deswegen ist es bei uns dann ein Megatrend. Also sind wir gar nicht hier so die kleinen Freaks. Ich weise nochmal darauf hin, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder jemand noch eine Initiative kennt, die wir hier noch nicht genannt haben, dann einfach Finger zeigen. Wir haben auch irgendwo ein Saalmikro, also Hallenmikro. Da hinten meldet sich jemand, vielleicht da mal einmal mit dem Mikrofon hin. Dann werft es gerne in die Runde, weil dann gehen wir da auch noch drauf ein. Grünes T-Shirt. Genau, das grüne T-Shirt. Hallo. Hi, ja, wir hören dich. Ich bin der Finn. Und ich komme hier aus der Nähe und wir haben letztlich vor den Sommerferien angefangen, in einer kleinen Gruppe eine Petition zu entwerfen, genau in diesem Thema auch. Ich stelle mich mal hier hin. Nämlich geht es darum, ich habe hier ein paar Flyer mitgebracht, ja. Nämlich geht es darum, eben was hier auch schon angesprochen wurde, dass Supermärkte nichts mehr wegwerfen dürfen, keine Lebensmittel. Und da haben wir auch schon eine Petition online gestellt. Die ist allerdings noch nicht online gegangen, weil die das erst noch prüfen müssen. Aber ich habe hier Flyer mitgebracht, einige. Und wenn jemand hier daran Interesse hat, kann ich gerne ein paar vergeben. Super, sag nochmal den Namen von der Initiative. Also, wie heißt ihr oder wie heißt die Petition?
Wir haben uns jetzt so ungefähr Lebensmittel-Ninjas genannt, weil wir fanden, das ist ein lustiger Name. Lebensmittel-Ninjas? Lebensmittel-Ninjas. Okay, super. Also so heißt unsere Seite. Die steht auch da hinten drauf. Okay. Und wenn jemand einen Flyer haben will... Kommt am besten zu dir. Super. Also es passiert was. Das ist doch großartig. Genau, ich würde nämlich jetzt noch einen Block machen und zwar so ein bisschen den Ausblick. Lebensmittel, also Petitionen, du hast jetzt schon öfter mal Frankreich genannt als so ein Beispiel, wo eben Supermärkte wirklich dann auch Strafen drohen. Was ist so der Ausblick? Was erwartet uns? Und nochmal so in die Zukunft geguckt, was machen wir aus dem Thema? Also mehr Initiativen, mehr Petitionen, mehr Druck auch auf Politik, auch mal als mündiger Bürger sagen, das geht nicht. Finde ich zum Beispiel ist auch, ich habe auch schon viele gehört, die auch sagen, das ist unchristlich, wir können nicht die Hälfte wegschmeißen, das ist irgendwie auch eigentlich ein Frevel an der Schöpfung. Wo sagst du so, wo sind wir in 5 Jahren, 10 Jahren? Sitzen wir hier in 2 Jahren immer noch auf der Buchmesse und du musst noch ein Buch schreiben oder haben wir es irgendwann mal geregelt? Naja, man wird beim Müll oder bei der Lebensmittelverschwendung nie auf Null kommen, aber darum geht es gar nicht. Es ist ja wahnsinnig viel. Also weltweit und in Entwicklungsländern schmeißt man eher weniger weg als bei uns, aber weltweit ist das ist es tatsächlich so, dass ein Drittel der Welternte vernichtet wird und nicht genutzt wird. Und das ist wirklich ein Problem. Also wenn man in einer Situation, wo die Weltbevölkerung wächst und die Ackerfläche nicht mehr wächst, da argumentieren ja Bayer und Monsanto und Konsorten, dass wir jetzt mehr Chemie und mehr Dünger auf die Äcker schmeißen müssen, um die vielen Menschen zu ernähren. Ich würde sagen, wir müssen weniger wegwerfen. Das wäre die eigentlich ökologisch sinnvollere Lösung. Also das ist auch tatsächlich ein bisschen unterschiedlich in Entwicklungsländern, weil da schmeißt der Verbraucher gar nichts weg. Da ist es eher so zwischen dem Feld und den Städten, da fehlt es an Infrastruktur, an Kühl- und Lagermöglichkeiten. Ja, das wäre also eine ganz wichtige Ressource, die die Welt noch hat. Wir erzeugen nämlich heute eigentlich schon genug für 12 Milliarden Menschen. Wir haben momentan 7, aber das andere geht halt verschütt. Und also wenn das dann mal Mitte des Jahrhunderts 10 Milliarden Menschen sind, rein rechnerisch haben wir heute schon genug für die. Aber na gut, wir schaffen es ja heute schon nicht mit der Verteilung, ne? Das heißt, wir schmeißen schon zu viel weg. Das heißt, in der Landwirtschaft muss ich auch einfach was tun. Also da haben wir jetzt auch Zeit, aber das heißt, in der Landwirtschaft muss ich eigentlich auch was tun. Ich denke immer daran, das fand ich eine schöne Zahl. Man muss sich überlegen, 2050, das sind einfach noch ein bisschen über 30 Ernten, die wir haben. Also wir haben 30 Mal noch die Entscheidung, fliegen die Bohnen, die, von denen ich eben erzählt habe, die ein bisschen nicht den richtigen Grünton haben, wieder aufs Feld und in die Tonne und werden nicht gegessen von uns Menschen? Oder entscheiden wir uns eben dementsprechend oft und sagen, nee, die Bohne wird aber diesmal gegessen, weil wir sind bei 10 Milliarden. Und wenn jetzt einer auf die Idee kommt, wir könnten doch diese Bohnen oder andere Dinge, die bei uns aussortiert werden, in die Entwicklungsländer schicken, kann ich nur sagen, völlig falsche Idee. Die sollen sich selber ernähren können, weil das Ganze hängt ja zusammen inzwischen über die Weltbörsen. Also wenn wir viel wegschmeißen, dann steigen die Preise umso mehr, also dann steigt ja auch die Nachfrage. Also wir sollten eher ein Weltwirtschaftssystem ermöglichen, in dem Entwicklungsländer sich selber ernähren können und produzieren können. Das konnten die früher immer. Die stehen aber zunehmend. Ja, mit afrikanischen Ländern hat die EU Freihandelsverträge aufgezwungen. So nach dem Motto, wenn ihr Kaffee und Bananen nach Europa exportieren wollt, dann müsst ihr auch unsere Agrarprodukte reinlassen. Und was da passiert, ist tatsächlich unser Hühnchenfleisch, das bekannteste Beispiel, es geht aber weiter, unser Milchpulver macht dortige Bauern platt. Und das ist Wahnsinn, weil sobald über die Börsen wieder der nächste Preisschub kommt, dann hängen die an unserem Tropf und sind nicht mehr in der Lage, ihre eigene Bevölkerung zu ernähren, obwohl es Agrarländer sind oder waren. Und das ordnet diese ganze Geschichte mit dem Wegwerfen nochmal wo ganz anders ein. Also wir müssen sowohl, sagen wir mal, auf so einer persönlichen Ebene uns selber fragen, was habe ich für einen Anteil daran? Da kann ich auch Vorträge drüber halten, mache ich auch, finde ich auch super, weil das hat ja auch was mit dem, wie gehe ich mit der Ware im eigenen Kühlschrank um, aber eben bis zur großen Politik, wenn es dann um solche Freihandelsverträge geht. Du hast jetzt nochmal in die große weite Welt geguckt. Jetzt würde ich dich nochmal bitten, Daniel, wir haben am Anfang drüber gesprochen,
es geht auch darum, den Spaß nicht zu verlieren. Also weil für mich, deswegen sitze ich hier, ich habe irgendwann angefangen, mich mit Essen zu beschäftigen. Ich bin eigentlich Kommunikationsdesigner. Ich habe eigentlich auch in so einer Agentur zu sitzen, wie du am Anfang, wo du gekündigt hast, bevor du halt so ein Food-Aktivist geworden bist und dich mit Lebensmitteln beschäftigt hast. Weil ich Essen einfach liebe und weil ich einfach Lebensmittel mag und weil ich auch es einfach fantastisch finde, frische Lebensmittel zu essen und zu kochen. Weil zusammen zu kochen ist so eine schöne Geschichte. Und wenn man zusammen kocht, wenn man mit 5 Leuten zusammen oder mehr, wir kochen jetzt ja teilweise mit 500, mit 1000 Leuten zusammen, dann geht es einfach nicht mehr um die Farbe der Bohne, sondern darum, ob man am Ende ein leckeres Essen hat und ob man zusammen satt wird, ja. Von daher nochmal so an dich die Frage, wenn du jetzt an den eigenen Teller denkst, was glaubst du, was ist da so der Ausblick, die Zukunft? Brauchen wir auch einfach, müssen wir wieder anders kochen? Ich meine, es liegt einfach auch ein bisschen, finde ich immer so ein bisschen daran, man geht in den Supermarkt und das Einzige, was so 2 Produkte unterscheidet, ist der Preis oder wie hübsch die Verpackung designt ist. Müssen wir anders einkaufen? Müssen wir anders kochen? Müssen wir vielleicht wieder mehr zusammen kochen? Müssen wir wieder mehr zum Landwirt rausfahren? Was sind so deine Ideen vielleicht noch? Also es sind natürlich mehrere Paar Schuhe. Also ich habe das Gefühl, dass wir einfach, und das ist eben eine ganz andere Grundvoraussetzung als beispielsweise vor 50 Jahren, eben in dieser enorm lebensmittelwohlständigen Zeit aufwachsen. Also wir haben diese Immerverfügbarkeit von eigentlich allen Lebensmitteln rund ums Jahr. Und deswegen sind wir ein Stück weit desensibilisiert im Hinblick auf, was bedeutet es wirklich, dass die Sachen da jetzt dann im Supermarktregal stehen. Und deswegen ist es auch so, dass gerade eben jüngere Generationen, das ging mit Babyboomern los und dann Generation X und Y, dass die jetzt einfach dann diese Wertschätzung gar nicht mehr haben, wie es vielleicht unsere Oma noch tut, weil die Oma einfach auch in Zeiten des Mangels aufgewachsen ist oder gekocht hat letztlich. Und dass es hier natürlich wichtig ist, dass wir uns wieder ein Stück weit das ins Gewissen zurückrufen, dass wir zum einen diesen super Luxus haben, aber dass der nicht umsonst da ist. Und das ist jetzt so der Zukunftsausblick. Also ich bin da ein Stück weit kritischer Zukunftsoptimist, als dass ich denke, dass das Problem in dem Ausmaß jetzt sich nicht nochmal ein Stück weit potenzieren wird, als dass es noch schlimmer werden wird, sondern dass es jetzt an vielen Stellen in der Gesellschaft, und es ist de facto eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, also es ist eben nicht nur der Verbraucher und es ist auch eben nicht nur der Einzelhandel, der jetzt hier was tun muss, es muss jeder was machen, und es gibt aber an jedem Punkt an der Wertschöpfungskette eigentlich jetzt schon Lösungsvorschläge. Und jetzt können natürlich dann die Wirtschaftstreibenden sagen, ja hier die NGO, die denken jetzt grün und es geht um Ökologie und dann vielleicht um Soziales, und wir haben ja da Zahlen, du hast sie gesagt, also CO2-Emissionen, Hunger in der Welt, das sind ja alles Zahlen, die damit zusammenhängen, aber es ist eben in Zukunft auch Geld. Und wir schmeißen da weltweit 2,6 Billionen US-Dollar weg, nur mit Lebensmittelverschwendung. Und es wird sich früher oder später dann auch jemand, der mit Lebensmitteln Geld verdient, überlegen, ob er die Sachen wirklich wegschmeißen will. Und insofern, ich bin positiv gestimmt, dass wir das in den Griff kriegen, gerade auch beispielsweise mit dem technologischen Wandel, der uns jetzt in Zukunft viel dann auch abnimmt. Also gerade wenn wir dann intelligente Devices haben. Der Ernährungsminister Schmidt spricht da jetzt schon von dem Joghurtbecher, der das MHD nicht mehr braucht, weil es einen Chip gibt, der einem sagt, ob der Joghurt noch genießbar ist oder nicht. Und da gibt es eine Ampel dann auf der Verpackung. Der Verbraucher muss gar nicht mehr nachdenken. Er kann dann immer essen, wenn er denkt, es ist grün. Aber gerade auch im Bereich Logistik beispielsweise und auch bei der eben Produktion, Stichwort Vermarktungsnorm, wir hatten es gesagt, die EU ist da ja schon von den 1,26, die es gab, auf 11 runter. Das heißt, nur noch die 11 meist umgesetzten Gemüse- und Obstsorten in der EU haben noch diese Normen. Es ist weniger als noch vor 5 Jahren. Und auch da sehen wir ja vermehrt Supermärkte, die jetzt die Wunderlinge ins Sortiment nehmen und die Verbraucher kaufen es, gerade bei Penny. Die haben jetzt auch von 16 auf 21 Sorten aufgestockt, weil die Gurke sich auf einmal 50% mehr verkauft hat, indem sie krummer war. Und auch deswegen, da hast du dann eigentlich in der Gesellschaft schon einen neuen Kulturwandel auch im Hinblick wieder auf was Lebensmittel sind, wo sie herkommen, wie wir sie wollen. Also kritischer Zukunftsoptimist finde ich einen super Satz, weil ich gehe auch gerne mit Optimismus in die Zukunft. Ich finde es fantastisch, wie was entstehen kann. Ja? Also von einem Erlebnis, guck mal, was diese Container-Freaks da machen an irgendwelchen Supermarkt-Mülltonnen. So hast du angefangen, irgendwann mal dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Da ist ein Film draus geworden, mehrere Bücher. Du bist über die ganze Welt jetzt getourt und hast geguckt, was ernährt uns. Kleine Initiativen wie diese hier schaffen es, über 500.000 Leute hier zu begeistern, wieder zum Kochen zu bringen, wieder Freude mit Lebensmitteln zu genießen. Und wer noch mal gucken will, ich bin gespannt, was aus den Food Ninjas wird, die jetzt auch einfach eine Petition starten und anfangen. Also man sieht, man kann viel tun, und einfach indem man selbst aktiv wird, indem man wieder Essen wertschätzt, indem man Essen wieder liebt. Und deswegen danke ich euch beiden für diesen inspirierenden, für dieses inspirierende Gespräch und finde, die beiden haben einen fantastischen Applaus verdient. Vielen Dank.
Ich darf noch erwähnen, dass es hier jetzt auch noch mit was sehr Leckerem weitergeht, nämlich um 16 Uhr kocht der Bio-Spitzenkoch Christian Kolb hinten auf der Bühne mit Schrot- und Kornlesern. Leckere Gerichte. Ja, und wer noch ein bisschen Inspiration braucht, auch so, was man aus Resten macht, was man aus Gemüse macht, der guckt bei Schrot und Korn einfach noch ins Heft. Das Heft findet ihr, ich weiß nicht, ob es hier noch welche gibt, die gingen relativ rasend weg, aber ihr findet sie in jedem, fast jedem Bioladen und jedem Bio-Supermarkt vorne immer an der Kasse. Vielen Dank fürs Zuhören und noch viel Spaß auf der Buchmesse.